Weihnachten. Ich habe gerade eben draußen Briefe überreicht bekommen. Und zwar einen Brief, der heute Morgen in meiner Kanzlei abgegeben worden ist. Unter Ihrem Namen. Oder für Ihren Namen, nicht unter Ihrem Namen. Hä? Ja, vielleicht machen Sie ihn mal auf. Vielleicht hat er eine Bedeutung für das Verfahren hier. Nee, das glaube ich nicht. Dass das eine Bedeutung hat für das Verfahren. Herr Merten, würden Sie bitte die Freundlichkeit haben, wenn das in meiner Praxis abgegeben wird? Ich bin ja keine Postzentralstelle. Dann wird das auch was mit diesem Fall zu tun haben. Oh, Scheiße. Was ist das? Ich wusste, dass Sie es nicht lassen können. Lassen Sie mich bitte aufklären, was das ist. Das hat nichts mit dem Fall zu tun. Herr Merten, das überlassen Sie bitte mir. Zeigen Sie mir das bitte. Bitte halten Sie sich da raus. Also ich halte mich auf gar nichts, sonst lege ich das Mandat nieder, wenn Sie das haben wollen, Herr Merten. Ich verteidige niemanden, der sein Spiel hier an mir vorbeispielt. Ich möchte jetzt wissen, was der Inhalt dieses Schreibens ist. Wer ist die Person? Was gemeint ist, kann ich mir schon grob vorstellen. Wer ist das? Das ist meine Schwester. Sie ist entführt worden. Ich weiß nicht von wem, ich weiß nicht wo sie ist, was man mit ihr macht. Ich weiß nur, die wollen kein Geld haben, die schicken mir immer nur diese komischen Briefe hier. Ja, und was sagen die Leute ihnen? Nichts? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass sie nichts sagen dürfen während der Verhandlung. Sonst ist ihr Leben auf dem Spiel. Im letzten Brief stand, dass sie vielleicht freigelassen wird, wenn das hier alles gut geht. Und deswegen sagen Sie bitte nichts, überhaupt nichts. Da darf nichts rauskommen von hier. Herr Mertens, Ihr Vorname ist Jens. Sie sind am 11. Oktober 1977 in Köln geboren, wohnen auch dort, sind ledig, Kinder haben Sie keine und vom Beruf sind Sie Werbekaufmann. Am 31. Januar 2006 lauerte der vermummte Angeklagte seinem besten Freund Julian Schreiber beim Joggen in einem abgelegenen Kölner Waldstück auf, versperrte ihm den Weg und schoss mit einer Pistole gezielt auf dessen rechten Oberschenkel. Auf diese Weise wollte er sich an Schreiber rächen, der ihn vor 11 Jahren bei einem folgenschweren Brand im Stich gelassen hatte. Erst kurz zuvor hatte Mertens die vollständige Wahrheit erfahren. Kein Motiv, kein Schuss, Punkt. Jens Mertens wird daher wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit einem Verstoß gegen das Waffengesetz angeklagt. Was sagen Sie dazu? Ich habe nicht auf Julian geschossen. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Natürlich hast du geschossen. Ich habe dich erkannt. Nein, Julian, ich habe nicht geschossen. Also mehr wollten Sie dazu nicht sagen? Ich kann dazu nicht mehr sagen. Ich hab nicht geschossen. Fertig. Gut, vielleicht darf ich dann direkt etwas ausführlicher werden. Frau Vorsitzende, Ihr bester Freund ist es und er hat Sie erkannt. Und da nutzt es Ihnen überhaupt nichts, dass Sie sich an dem Abend recht dilettantisch eine Skimütze über den Kopf gezogen haben. Es nutzt Ihnen nichts, dass Sie auf die Dunkelheit vertraut haben, die hier am Tatort in der Tat herrscht. Und es nutzt Ihnen erst recht nicht, dass Sie sich für Ihre Tat diesen abgelegenen Waldweg ausgesucht haben. Ich würde sogar sagen, was das angeht, ganz im Gegenteil, Frau Vorsitzende. Denn laut Aussage des Nebenklägers waren Sie der Einzige, der überhaupt wusste, dass er an diesem Abend zu so später Stunde noch an dieser Stelle joggen würde. Das mal das Erste. Das Weitere ist, Frau Vorsitzende, wenn ich mal kurz um die Waffe bitten dürfte. Es ist eine Waffe gefunden worden und diese Waffe ist ausweislich des ballistischen Gutachtens, was wir haben erstellen lassen, eindeutig die Tatwaffe. Damit ist auf ihn geschossen worden. Und diese Waffe wurde wo gefunden? Wenn Sie es uns nicht sagen wollen, ich sage es Ihnen gerne noch mal, bei Ihnen im Garten war die vergraben. Das dazu. Und jetzt kommen wir zum Motiv. Oder möchten Sie dazu jetzt was sagen? Es gibt kein Motiv. Ich kann Ihnen nicht so ein Motiv sagen, weil ich die Tat nicht begangen habe. Kein Schuss, kein Motiv. Da muss ich das jetzt auch noch referieren. Natürlich gibt es ein Motiv. Das liegt allerdings etwas länger zurück. Wir reden von einer Tat, die ist vor 11 Jahren passiert. Die lasten Sie ihm an. 11 Jahre ist eine lange Zeit. Allerdings erfahren davon, dass er damit drinsteckt, Ihrer Ansicht nach, haben Sie erst vor sehr kurzer Zeit von der Zeugin Annette Schulze, die werden wir ja gleich noch hören. Es geht um einen Brand, den hat es gegeben im Jahr 1994. Sie waren zu zweit in einem Ferienhaus. Sie haben bei dem Brand einen großen Teil Ihrer Sehfähigkeit auf dem linken Auge eingebüßt. Das war für Sie katastrophal, weil Sie gerade eine Zusage hatten zu einer Pilotenausbildung im zivilen Luftverkehr. So, damals hat sich Ihr bester Freund aus dem Ferienhaus gerettet. Er hat Sie da zurückgelassen. Das hat er Ihnen ein bisschen verschwiegen. Er hat in die ganze Sache, sagen wir mal, obwohl er Ihr bester Freund ist, nicht so dargestellt, wie sie vielleicht wirklich gelaufen ist. Und das nehmen Sie ihm unglaublich übel. Und das haben Sie kurz vor der Tat erfahren. Und daraufhin haben Sie sich diese abstruse Sache ausgedacht. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Ich weiß, dass ich davon erfahren habe. Und ich war stinksauer, als ich erfahren habe, dass du mich da in dem Haus gelassen hast, dass das gebrannt hat und einfach abgehauen bist. Aber dafür habe ich da eine reingehauen, da war das auch wieder in Ordnung. Außerdem, mir geht's wieder gut. Ich führe ein ganz normales Leben. Ich bin Werbekaufmann. Julian hat sich bei mir entschuldigt und damit war für mich die Sache gegessen. Und ich würde bestimmt nicht deswegen ihm ins Bein schießen. Ja, gut, okay, Herr Staatsanwalt, das stimmt schon. Also,
Ich bin mir sicher, dass du es getan hast, aber ich bin mir auch genauso sicher, dass er es nicht deswegen getan Nein, hat. Julian, ich habe es nicht getan, ich habe nicht geschossen. Ich weiß nicht, warum du es getan hast, aber ich will es wissen. Warum? Na, fragen an den Angeklagten. Nein, danke. Nehmen Sie bitte neben Ihrem Verteidiger Platz. Da möchte ich Sie direkt dazu hören, als ersten Zeugen, Herr Schreiber. Bitte nehmen Sie jetzt hier vorne Platz. Und als Nebenkläger kann man ja das eine oder andere so einwerfen oder sagen. Jetzt stehen Sie unter Wahrheitspflicht. Das heißt, wenn Sie jetzt was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Schweigen können Sie allerdings, wenn Sie sich selber oder nahe Angehörige bei einer wahrheitsgemäßen Aussage belasten müssen. Das weiß ich. Herr Schreiber, Julian ist Ihr Vorname. Sie sind 29, wohnen in Köln und sind Sportjournalist von Beruf. Verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht. Sie haben ja jetzt gehört, er sagt weiterhin, also dass es jedenfalls nicht gewesen sei, der auf Sie geschossen habe im Stadtwald. Schildern Sie uns doch mal, was an diesem 31. Januar abends im Stadtwald passiert ist. Und zwar ist das folgendermaßen gewesen. Er hat mich angerufen, wir wollten uns noch auf ein Bierchen treffen, meinte er. Haben wir oft gemacht. Ich habe gesagt, ich bin gerade an einer ganz heißen Story dran. Ich habe wirklich den ganzen Tag nur geschrieben. Und wenn man dann die ganze Zeit vom Computer sitzt, will man abends auch noch ein bisschen Sport machen. Dann bin ich joggen gegangen und habe ihm gesagt, dass ich abends halt joggen gehe. Und wo das ist, das weiß er auch. Er ist der Einzige gewesen, der wusste wo und wann. Und dann bin ich nachts halt joggen gegangen im Dunkeln und wurde von ihm dann angeschossen. Und ich habe es auch erkannt. An was haben Sie ihn erkannt? An seinen Sportschuhen. Er hat mir 3 Wochen lang ist er mir auf den Senkel gegangen. Hier, Julian, ich muss diese Schuhe haben. Genau die Schuhe sind mein Ding und so weiter. Und die habe ich dann auch gesehen. Ich bin ja immer mit Jogginglampe unterwegs. Und die ist dann, als ich angeschossen wurde, ins rechte Bein, ich habe immer noch einige Probleme damit, als sie dann angeschossen wurde, da habe ich das dann, ist die Lampe direkt auf seine Schuhe geschienen. Und die habe ich gesehen. Da sind sie. Genau das sind die. Julian, warum soll ich das gemacht haben? Gut. Ich hab dir nicht ins Bein geschossen, auf keinen Fall. Doch. Abends wollte ich mich mit dir treffen, das war alles. Also zumindest möchte ich mal festhalten. Warum wollten Sie sich mit ihm treffen? Ich wollte mich mit ihm treffen, ich hatte mich gerade getrennt von Sarah, von meiner Ex-Freundin. Und ich wollte mit ihm darüber sprechen. Warum willst du mir das ankreiden? Herr Mertens, das ist doch alles ein Ablenkungsmanöver. Warum soll er das denn tun? Erklären Sie mir lieber, oder ich weise noch mal auf das ballistische Gutachten hin, nur um dem Verteidiger Genüge zu tun. Es ist natürlich ausgeschlossen, dass er sich selber aufgrund des Einschusswinkels schon ins Bein geschossen hat. Insbesondere ist festgestellt worden, Schussentfernung nicht unter 2 Metern. Aus nächster Nähe, aber nicht unter 2 Metern. Also jedenfalls sind diese Schuhe bei Ihnen in der Wohnung hergestellt worden. Das sind Ihre Schuhe. Frau Vorsitzende, schwarze genau, Tonschuhe mit vielen Streifen drauf gibt es, glaube ich, ein paar Millionen so in der Welt, das ist, oder nicht? Genau das ist der Schuh. Paar Millionen, haben ja. Wie viele Millionen Kölner vergrabenen Schusswaffen, die kurz zuvor bei einer Straftat in Gebrauch kamen in Ihrem Garten? Wie viele Millionen sind das denn? Verehrter Herr Staatsanwalt, mit aller gebotenen Zurückhaltung, ja. Dieser Garten ist frei zugänglich für jedermann. Erstens. Zweitens. Auf der von Ihnen zitierten Waffe befindet sich nicht irgendein Fingerabdruck und deshalb auch nicht seiner. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Ich kann es noch mal allen wiederholen. Ich habe nicht geschossen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich weiß nicht, ob wir alle schwerhörig sind. Liegt es an deiner Schwester oder was? Du bist doch so der große Oberbruder. Jetzt lass meine Schwester raus. Also jetzt kommen wir noch so. Erstmal habe ich dir ins Bein geschossen und jetzt holst du meine Schwester noch rein. Mertens, was ist mit der Schwester? Also die Idee ist mir eigentlich erst letzte Nacht, da habe ich noch ein bisschen wach gelegen und mir was überlegt. Mir ist da was eingefallen, besser gesagt. Da gab es mal so eine Situation. Und das ist ja so bei ihm, er ist der große Oberbruder und passt auf seine Schwester dauernd auf. Und da habe ich auf ihn gewartet, meiner Kneipe wieder. Und kurz zuvor ist seine Schwester dann vorbeigekommen. Und wir haben uns unterhalten. Ich habe gesagt, ja, dein Bruder kommt gleich, Jens und so, wir wollen uns unterhalten, so weiter, bla bla. Zum Abschied hat sie mir noch einen Kuss auf die Wange gegeben. Und in dem Augenblick kam er rein, Sonneaugen, erstmal das Ausrufezeichen wieder gesehen und total alarmiert. Erst hat er nichts gesagt, dann hat er mir gedroht. Hat er gesagt, hier, ich hau dir die Fresse ein, hat er gesagt, ich hause dir ein. Aber das ist das Einzige, wo ich mir denken könnte, das könnte vielleicht ein Motiv sein. Das kann in der Tat zusätzlich ein Motiv sein. Eine Frage an den Zeugenschreiber? Keine Frage. Bleibt unvereidigt, Sie nehmen bitte wieder neben der Staatsanwaltschaft Platz. Und dann hören wir Sarah Schumann, die ehemalige Freundin des Angeklagten. Frau Schumann, bitte. Frau Schumann, bitte nehmen Sie hier vorne Platz. Ich wusste es. Ich habe es die ganze Zeit immer gewusst. Was denn? Ja, wirf mal einen Blick drauf, bitte. Was ist das Sieh denn? Dir das an. Was hast du für einen Auftritt hier, Sarah? Frau Schumann. Lied, super, großartig. Was soll das Sie denn? Sie bringen mir erstmal dieses Stück Papier. Dann nehmen Sie Platz und alles Weitere können Sie mir dann erklären. Aber erst dann, wenn ich Ihnen zweierlei Dinge gesagt habe, nämlich, dass Sie die Wahrheit sagen müssen und dass man sich natürlich auch nicht selber belasten muss, § 55, wahrheitsgemäße Aussage. Frau Schumann, Ihr Vorname ist Sarah, Sie sind 29 Jahre alt, wohnen in Köln und vom Beruf sind Sie Sekretärin, verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht. Ja. Was hat das jetzt mit diesem Artikel hier zu tun?
dieser Artikel, ja, der hat heute Morgen, also eine Zeitung lag heute Morgen bei mir vor der Tür mit diesem Artikel drin. Ja, und den habe ich dann ausgeschnitten, weil... Aufgeschlagen oder wie? Ja, die lag aufgeschlagen, die Zeitung vor meiner Tür, direkt mit diesem Artikel quasi, ja. Für Jens in ewiger Erinnerung? Was soll das? Für Jens in ewiger Erinnerung? Was soll das? Ja, das möchte ich auch mal gern wissen. Ja, keine Ahnung, was das soll. Was soll das? Kommst du an und legst mir einen Songtext vor. Keine Ahnung, was das soll. Das ist ein ganzes Liebeslied, verstehst du? Ja, und da ist es ein Liebeslied. Ich weiß auch nicht, was das soll. Ich verstehe jetzt überhaupt nichts mehr. Ich wusste es die ganze Zeit, dass du mich nur wegen einer anderen Frau so von heute auf morgen verlassen hast. Schwachsinn, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich hast du ihr noch, als du mir die Koffer vor die Tür gestellt hast, ja, da ist sie noch direkt bei dir eingezogen. Ach, Sarah, das macht keinen Scheiß hier. Ich wusste es die ganze Zeit, aber du hältst mich ja anscheinend für bescheuert, ja? Oder zumindest nicht für nötig, mir die Wahrheit zu sagen und überhaupt einen Grund zu nennen. Herr Mertens und Herr Schreiber, ich möchte Sie gerne hier vorne sehen bei mir. Verteidigung, Staatsanwaltschaft kann gerne begleiten. Vielleicht später. Sagt einem von Ihnen dieser Liedtext etwas? Das wird grenzenlos. Kenn ihn nicht, keine Ahnung. Ich kenne das Ding nicht. Aber warum hat das dann so vor meiner Tür gelegen? Das kann doch kein Zufall sein. Weiß ich doch nicht, Sarah. Ich weiß doch nicht, warum da jemand irgendwas vor die Tür legt. Zufall kann das ja nicht sein. Also, nur weil da jetzt Jens draufsteht. Es gibt doch wohl bestimmt noch einen zweiten oder einen dritten Jens in Köln. Es gibt die ganze Menge Jens. Das Problem ist nur, warum liegt es ausgerechnet heute, wo sie als Zeugin geladen wird, so ein Teil vor ihr vor der Wohnungstür, wenn das stimmt, ihre ehemaligen Freundin. Das verstehe ich dann wirklich nicht. Für Jens in ewiger Erinnerung. Dann kann man eigentlich wirklich nur davon ausgehen, dass es beabsichtigt war, dass dieser Artikel hier in dieser Verhandlung auch auftaucht. Natürlich. Und Herr Mertens, vielleicht geht es doch um eine andere Frau. Ich bitte Sie wirklich nochmal nachzudenken. Also, böse Menschen sind überall. Womit kommen Frau? Wir haben zwar nie um eine Frau gestritten. Ich würd doch niemals jemanden ins Bein schießen wegen einer anderen Frau. Womit kommen Sie hier? Es gibt keine andere Frau. Jetzt sag du doch mal was dazu, Julian. Gut, meine Güte, also das stimmt. Okay, wir haben uns wirklich nie wegen einer Frau gestritten. Wir haben total verschiedenen Geschmack, muss ich dazu sagen. Also Sarah, nichts gegen dich persönlich jetzt, aber bei mir, ne, muss eine Frau richtig einen geilen Körper haben und da muss noch eine Prise Hemmungslosigkeit muss da rein, ne? Ansonsten, das käme nicht in Frage für mich. Also wir haben wirklich verschiedene Geschmäcker, wir haben uns nie gestritten über... Jetzt, ich will jetzt eine Antwort. Hörst du? Sarah, ist das euer Lied, ja? Hast du eine neue? Sarah, es gibt keine andere Frau. Halt nicht den Mund auf, verdammt! Aber akzeptier doch mal, dass es zwischen uns nicht mehr gelaufen ist und fertig. Deswegen ist es aus. Es gibt keine andere Frau. Ich kann dir dazu jetzt nicht mehr sagen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Aus welchem Grund hat man sich getrennt? Wie gesagt, das war von heute auf morgen einfach beendet. Er hat mich einfach vor die Tür gesetzt, hat mir meine ganzen Sachen vor die Tür geschmissen und dann stand ich da. Und ich habe überhaupt keinen Grund genannt bekommen, nichts. Wir hatten Heiratspläne. Wir wollten zusammen eine Zukunft aufbauen. Ich verstehe es einfach nicht, Jens. Ich kann dir das jetzt nicht sagen. Also dann stellen wir das mal zurück, jedenfalls im Moment. Sie wissen ja, was Ihrem früheren Freund hier vorgeworfen wird. Ja, natürlich. Ich glaube nicht, dass Jens auf Julian geschossen hat. Ich meine, die beiden, die kennen sich seit Kindertagen und sind genauso lange auch miteinander befreundet. Ich meine, klar zoffen die sich auch schon mal, ja. Es gab in der Vergangenheit auch mal die ein oder andere Schlägerei unter ihnen. Aber mehr, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Oder Ihre Vorstellungskraft in allen Ehren, aber Sie können sich ja auch nicht wirklich vorstellen und zumindest nicht erklären, warum Sie sich da getrennt haben, warum er sich getrennt hat von Ihnen. Ja, aber er verhält sich in letzter Zeit einfach nur seltsam. Frau Schumann, können Sie uns etwas zu einem vielleicht möglichen Verhältnis sagen zwischen Julian Schreiber und der Schwester des Angeklagten? Das meinen Sie doch nicht ernst, oder? Ich meine alle meine Fragen ernst. Ich bezweifle wirklich, dass zwischen Sonja und Julia mal was lief oder gar noch läuft. Nicht zuletzt, weil Sonja mir mal gesagt hat, dass sie mit Julia nicht sonderlich kann. Sie findet es nämlich einfach nur bescheiden, wie er mit Frauen umgeht. Ja? Willst du mir jetzt die Retourkutsche verpassen, oder was? Wieso, du siehst Frauen doch nur als Jagd- und Sexobjekt, ja? Dich reizt eine Frau doch nur so lange, wie sie dir widerstehen kann. Ja? Und wenn du sie dann ins Bett gezerrt hast, dann wirfst du sie weg wie ein benutztes Taschentuch. Frau Schumann, was wir wissen ist, dass es tatsächlich zu einer Auseinandersetzung gekommen ist zwischen dem Angeklagten und seinem besten Freund, weil die Vermutung im Raum stand, dass der Nebenkläger etwas mit seiner Schwester irgendwas zu tun hatte und dass da irgendwas lief. Was? Wieso hast du mir das denn nie gesagt? Ja, aber im Geheimnishünder bist du ja zurzeit ziemlich groß. Gibt's ja nicht. Also wenn an der Affäre was dran sein sollte, ja, dann würde es natürlich auch erklären, warum... Sonja hat quasi aus heiterem Himmel mit ihrem Freund Schluss gemacht, ja? Die nächste Trennung. Also Sonja und Marek, die waren wirklich ein süßes Paar und bereits über 2 Jahre zusammen. Ja, und auf einmal war Schluss. Aber über den Grund wollte sie nie mit mir sprechen. Also ich bin auf jeden Fall nicht der Trennungsgrund, damit das schon mal klar ist.
Ich bin kein Fall von Traurigkeit, was Frauen angeht vielleicht, ja? Aber mit Sonja ist nichts gewesen. Und so habe ich das Jens auch damals gesagt. Ja, aber wenn sie sich vielleicht deshalb dann noch mit Jens gestritten hat, ja? Dann verstehe ich langsam auch, warum sie abgehauen ist. Ja, und warum der Angeklagte auf den Nebenkläger geschossen hat? Nein, ich habe nicht geschossen. Meine Schwester ist auch nicht abgehauen, sie ist verreist. Sie hat eine Trennung hinter sich und deswegen wollte sie was abschalten. Deswegen ist sie verreist, sie hat hier auch sonst keine Dinge zu tun. Sie hat auch genug Geld, weil wir Geld geerbt haben. Deswegen ist sie einfach verreist, um sich ein bisschen zu entspannen. Das war alles. Noch Fragen an die Zeugin Schubrin? Nein, danke. Bleibt unvereidigt. Dann nehmen Sie bitte hinten Platz. Als nächste Zeugin Annette Schulze. Frau Schulze, bitte, eine Jugendfreundin des Angeklagten muss Nebenkläger sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft geladen habe. Also, Herr Staatsanwalt, mussten Sie die jetzt unbedingt laden hier? War das? Ich mag gerne sowas sehen. Ich habe beantragt, Sie zu laden. Ja. Ich weiß, sonst kümmern Sie sich um die Frauen. Aber jetzt lassen Sie mich mal meinen Job machen. Ich ein paar Geschichten über dich zum Besten gebe. Das scheint überhaupt nicht zu passen. Weißt du was? Mit Recht. Ich hoffe, dir geht dein aller Wert, ist da schon schön auf Frau Grundein. Schulze, konzentrieren Sie sich zunächst einmal darauf, dass ich Ihnen die Fragen stellen werde, aber erst nach einer Belehrung. Das heißt, man muss hier die Wahrheit sagen. Nicht irgendwelche alten Geschichten aufkramen, die Wahrheit. Und wenn man es nicht tut, macht man sich strafbar. Man kann allerdings schweigen, sage ich mal vorsorglich, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Frau Schulze, Annette ist Ihr Vorname, Sie sind 29, wohnen in Köln und sind Kosmetikerin vom Beruf. Verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht. Sie wissen, um was es hier geht. Dass hier dem Angeklagten vorgeworfen wird, am 31. Januar auf Julian Schreiber geschossen zu haben. Und Sie sind jetzt auf Antrag der Staatsanwaltschaft, habe ich Sie geladen, weil Sie etwas zu einem möglichen Motiv sagen könnten, weshalb Jens Mertens geschossen haben könnte. Ein Motiv, das schon über 11 Jahre zurückliegt. Ja, das stimmt. Ich war damals dabei, als dieser Egomane den Jens in dem Ferienhaus hätte verrecken lassen. Also verbrennen, meine ich. Also der Julian, das ist so ein Schwein. Entschuldigung, aber dafür kenne ich echt kein anderes Wort. Wie der damals mit mir umgegangen ist, das sagt schon alles über seinen miesen Charakter. Über meinen Charakter weißt du gar nichts. Jetzt erzählen Sie uns doch erstmal, um die Klarheit reinzubringen, was an diesem Abend passiert ist damals, 13. Oktober 1994. Ja, an dem Abend sind wir zu dritt in dieses Ferienhaus eingebrochen. Aber mein Gott, ich habe doch da nur mitgemacht, weil ich so verknallt in Julian war, was ich heute nun wirklich nicht mehr verstehen kann. Weiter. Ja, an dem Abend haben wir uns jedenfalls mächtig betrunken und irgendwann sind wir eingeschlafen. Julian und ich, wir waren im Schlafzimmer und sind dann irgendwann durch das Feuer wach geworden. Wir haben uns nur noch angezogen und sind abgehauen. Dem Jens hat er dann später erzählt, dass wir bereits weg waren, als das Feuer ausbrach und dass wir ihn nicht wach bekommen haben und nur deshalb dort allein gelassen hätten. Ja, Jens hat jedenfalls Verbrennungen abgekriegt und auch Ärger mit der Polizei bekommen. Aber der hat alles auf sich genommen, der hat uns komplett da rausgehalten. Ja, anfangs habe ich Julian zuliebe die Klappe gehalten und dem Jens nicht gesagt, wie es wirklich gelaufen ist. Und naja, als der sich später von mir getrennt hat, da waren die beiden mir nun wirklich erstmal egal. Aber irgendwie hing ich ja halt auch mit da drin. Als ich dann plötzlich Mitte Dezember den Jens treffe, dachte ich erst, mich tritt ein Pferd. Da ist der erstens immer noch mit diesem Arschloch befreundet und zweitens glaubt er immer noch an diese alte Geschichte. Na, den habe ich erstmal von seiner Unwissenheit befreit. Schließlich nennt er diesen Typen doch immer noch seinen besten Freund. Das ist doch quasi Vortäuschung falscher Tatsachen. Ich fand, er hat ein Recht auf die Wahrheit. Wie hat er denn reagiert, als Sie ihm das gesagt haben? Ja, der war natürlich stinksauer. Der hat sich sofort verabschiedet und ist mit den Worten, dem Schwein werde ich zeigen, aus der Tür gestürmt. So ist er dann auch bei mir gelandet, hat mir gleich eine reingedonnert. Dann haben wir uns ausgesprochen, dann habe ich alles gesagt, pass mal auf, so und so ist das gewesen. Und damit war der Kuchen dann auch schon gegessen. Ja, klar. Da haben wir uns nämlich gleich wieder verstanden. So läuft das nicht bei uns. Entschuldigung, Frau Vorsitzende. Herr Bauer. Eben ist ein junger Mann zu mir gekommen. Er erzählte mir irgendwas von einem Anruf, von einer Entführung der Schwester des Angeklagten und einem Anruf. Der Mann ist fix und fertig und ist am Zittern draußen. Und ich dachte mir, das sollten Sie wissen. Schicken Sie mir mal eben rein. Okay. Herr Bergmann. Danke. Marek, was ist, hast du irgendwas von Sonja? Jens, hast du irgendwas gehört von Sonja? Jetzt sei mal leise, bitte. Entschuldigung, Frau Richterin, dass ich hier so reinplatze. Mein Name ist Marek Bergmann. Ich bin der Ex-Freund von Jens' Schwester, Sonja. Und ich hab gerade vor 15 Minuten einen Anruf bekommen von ihr, dass sie entführt worden ist und dass ich unbedingt sofort hier in den Gerichtssaal fahren soll. Tut mir leid, dass ich störe. Ich habe wirklich keine Ahnung, um was es sich handelt. Was für eine Entführung? Sie sagt, sie ist entführt worden. Sie hat nicht viel erzählt. Ich konnte nichts fragen. Sie hat sofort wieder aufgelegt. Sie sagt, sie meldet sich gleich nochmal. Aber es klang wirklich ernst. Weißt du irgendwas? Nein, Jens. Ich weiß überhaupt nichts. Ich weiß so viel wie du.
Moment, das kann sie sein. Das ist die Nummer. Geh doch ran, Mann, das ist mit Sonja bestimmt. Sonja? Aber dann stellen Sie bitte auf laut. Ja. Marek? Ja. Marek, hast du es geschafft? Ja, ich bin hier. Kannst du mich, kann ich meinen Bruder sprechen? Sonja, wie geht's dir?